Vielleicht habt ihr in letzter Zeit etwas von der Pegasus Spyware gehört, die doch in einigen Medien vertreten war und sowohl iOS als auch Android-Geräte infizieren kann. Und in diesem Video möchte ich gerne einmal darauf eingehen, was das denn überhaupt für ein Virus ist, wie man diesen bekommen kann und vor allem, wie man sich davor schützen kann. Sollten dich übrigens Videos wie dieses zu aktuellen Themen interessieren und du möchtest in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos verpassen, dann lass jetzt gerne ein Abo da und wir schauen uns die Pegasus Spyware direkt nach dem Intro etwas genauer an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Sprechen wir zuallererst einmal darüber, was der Pegasus-Virus überhaupt ist und woher er kommt. Und zwar wurde Pegasus in Israel entwickelt von der israelischen Firma NSO Group und Pegasus ist eine Spyware, die es ermöglicht, persönliche Daten wie Fotos, Chatverläufe oder auch Telefonate auszuspionieren. Besonders bei der Pegasus Spyware ist, dass nicht nur Android-Geräte, sondern auch iOS-Geräte betroffen sind. Das heißt, sowohl iPhone-Nutzer als auch Android-Nutzer können von diesem Pegasus-Virus betroffen sein und entsprechend können Daten abgelesen werden, ausgelesen werden, wie zum Beispiel eben iMessage-Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten oder auch eben Zugriffe auf eure Bildergalerie. Aktuell eingesetzt wird Pegasus angeblich in Ungarn, aber auch in Ländern wie Mexiko und Marokko, um sowohl Privatpersonen als auch Journalisten, Politiker, Aktivisten oder Führungskräfte und Unternehmen auszuspionieren. Die Frage ist jetzt natürlich, wie wird dieser Virus denn auf eurem iPhone oder Android-Gerät installiert? Und hier ist genau der Knackpunkt, denn ohne das Zutun des Nutzers, das heißt ohne dass ihr etwas machen müsst, kann über einen Zero-Click-Exploit Pegasus auf eurem Gerät installiert werden und daher kann jeder davon betroffen sein, ohne dass ihr davon irgendetwas wisst und irgendwie etwas dafür getan haben müsst. Theoretisch ist es nämlich möglich, dass Pegasus über einen Link installiert wird, zum Beispiel über iMessage oder auch über WhatsApp, aber es ist auch möglich, über FaceTime zum Beispiel Pegasus zu installieren und daher ist man im Endeffekt nicht wirklich davor gewappnet, weil man nicht mal einen Link anklicken muss, sondern diesen lediglich zugeschickt bekommen muss. Laut Amnesty International ist der Pegasus-Virus übrigens auch mit iOS 14.6, also einer relativ aktuellen iPhone-Software, kompatibel. Für iOS 14.7 und iOS 15 gibt es aktuell noch keine Berichte, dass Pegasus dort funktioniert. Das heißt auf jeden Fall, solltet ihr aktuell noch auf iOS 14.6 oder einer älteren Software sein, dann empfehle ich euch auf jeden Fall zu updaten. Der Pegasus-Virus ist wie bereits angesprochen auch mit Android kompatibel, auch da bis zu den neuesten Versionen, auch da gilt auf jeden Fall immer wieder neue Sicherheitspatches und Updates installieren. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum dritten Punkt und zwar, wie kann man sich schützen und wie bereits angesprochen, solltet ihr auf jeden Fall immer dafür sorgen, dass euer Gerät auf dem neuesten Stand ist, das heißt kleine Patches installieren, wie jetzt zum Beispiel mit iOS 14.7.1, da bringt Apple häufig irgendwelche Sicherheitspatches heraus und unter Android ist das genau das gleiche, da auf jeden Fall immer diese kleineren Updates installieren, damit ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite seid. Außerdem könnt ihr unter iOS und Android auch ganz einfach Antivirensoftware aus dem App Store oder Google Play Store, zum Beispiel von Avast oder von Kaspersky, installieren und dann die Phishing-URLs ganz einfach rausfiltern. So können diese direkt blockiert werden und können gar nicht erst euer Gerät erreichen. Das wäre auf jeden Fall so eine Vorkehrung, die man treffen kann. Unter Android ist es dann sogar möglich, mit dieser Software ganz einfach den Pegasus-Virus zu finden und diesen zu blockieren. Unter iOS geht das leider nicht, weil diese Antivirensoftware einfach nicht genügend Berechtigung und Zugriffe hat, um das Ganze zu ermöglichen. Unter Android habt ihr aber theoretisch die Möglichkeit, genau zu sehen, ob euer Gerät betroffen ist, mithilfe dieser Software und daraufhin dann Pegasus zu blockieren. Unter iOS habt ihr, wenn euer Gerät sich irgendwie merkwürdig verhält, natürlich die Möglichkeit, dieses wiederherzustellen und dann ohne Backup ganz einfach manuell eure Daten wieder zu übertragen als neues Gerät und dann solltet ihr dort auch safe sein. Allerdings sind aktuell insgesamt etwa 50.000 Geräte davon betroffen und infiziert. Daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass ihr betroffen seid, aber trotzdem wäre das dann die Maßnahme, die man unter iOS ergreifen könnte. Sprechen wir zu guter Letzt noch einmal über Grundsätzliches, was ihr tun solltet, um euer Gerät zu schützen. Und das ist zuallererst, keine unbekannten Links von irgendwelchen Nummern zu öffnen. Gerade wenn die Nummern auch noch unbekannt sind, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, immer direkt diese Nachrichten zu löschen und auf keinen Fall auf irgendwelche Links zu klicken. Außerdem solltet ihr eure Geräte immer auf dem neuesten Stand halten und ihr könnt, wie gesagt, ganz einfach Antivirensoftware installieren, um dann zum Beispiel diese ganzen Phishing-URLs direkt rauszufiltern und dafür zu sorgen, dass ihr auf jeden Fall im Safari-Browser oder eben in Google Chrome sicherer surfen könnt.
Damit wären wir jetzt aber auch schon am Ende dieses kleinen Infovideos angekommen. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und wieder auf den aktuellen Stand bringen. Wenn das der Fall war, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und eure Meinung zu diesem ganzen Thema könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos verpassen wollt, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.